Hi, ich zeige dir heute drei Übungen für deinen Core, die du gerne mal zwischendurch machen kannst, wenn du keine Zeit hast für eine komplette Praxis. Leg dich auf deinen Rücken bitte. Streck die Beine lang nach vorne aus und nimm die Hände hinter deinen Kopf. Heb den Oberkörper an und zwar so weit, dass es dir leichter fällt, deinen unteren Rücken Richtung Boden zu ziehen. Und dann stell dir vor, dass du eigentlich eine Hose zumachst, knöpf den Hosenkopf zu. Eine sehr enge Hose, also zieh die beiden Hüftpunkte zueinander, zieh den Reißverschluss hoch und dann halte das, drück die Innenkanten der Füße zueinander. Entweder du hältst das hier und stellst dir vor, dass du beide Füße gleichzeitig vom Boden hebst, vielleicht schaffst du es sogar. Wenn du es schaffst, bring die Füße langsam hoch und halte, atme weiter und mit der Ausatmung löst das Ganze wieder. Ich empfehle dir, das Ganze dreimal zu wiederholen. Das Wichtigste ist, dass du dabei nicht ins Hohlkreuz sinkst. Dreh dich dann einmal auf deinen Bauch und platziere deine Ellenbogen genau unter deinen Schultern. Setz die Hände auf. Stell die Füße auf den Boden auf. Eine unserer effektivsten Bauchübungen ist tatsächlich die Planke oder wie in diesem Fall die Unterarmplanke. Für einen Moment bring dein Po höher als deine Schultern. Zieh dann Steißbein nach unten, aktiviere den Po und die Oberschenkel und jetzt schieb dein Brustbein nach vorne, ohne dass dein Po vollkommen nach unten sinkt. Halte das hier. Wieder das gleiche Prinzip wie eben. Zieh die Hüftpunkte zueinander. Reißverschluss hoch. Brustbein nach vorne. Atme. Und versuch das Ganze mal 10 Atemzüge zu halten. Und mit der Ausatmung komm dann langsam zurück nach unten. Einer meiner Lieblingswünsche, die ich immer wieder kriege, ist, wie kann ich was tun für meine Taille? Wie kann ich hier die Seiten meines Körpers festigen. Dafür bringst du bitte, kommst auf den rechten Unterarm, bringst die linke Hand hinter deinen Kopf und hebst jetzt dein Becken hoch nach oben. So fast wie in einem seitlichen Stütz bist. Das Ganze kannst du auch in einer seitlichen Planke Vashisthasana machen, wenn du fortgeschritten bist. Mit deiner Ausatmung twistest du dich jetzt um die eine Taille herum, bringst den Ellenbogen nach unten, einatmen zurück nach oben. Auf der Ausatmung. Das Gefühl ist so, als ob du einen alten Waschlappen ausbringen würdest. Mit der Ausatmung zieh die Bauchdecke ein, atme vollständig aus und twiste. Wiederhol das auf jeder Seite 8 Mal. Und wenn du Lust hast, dich auszuprobieren, mach es gerne mal mit gestreckten Beinen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.